Hallo und ganz herzlich willkommen. Ich bin der Chris vom Testhelden-Team und wir schauen uns heute mal ein paar Beispielaufgaben aus der B2-Prüfung an. Genauer gesagt, gucken wir in den Aufgabenbereich Textverständnis rein. Und bevor wir anfangen, noch ein kleiner Hinweis vorab. Wir haben für euch den perfekten B2-Vorbereitungskurs entwickelt. Das heißt, wenn ihr demnächst eine B2-Prüfung machen wollt und nach einem guten Kurs sucht, dann seid ihr bei uns genau richtig. In dem Kurs findet ihr zum Beispiel 8 Lektionen, 35 verschiedene Aufgabentypen, 2000 Aufgaben und einfach alles, was ihr für eure Vorbereitung auf die B2-Prüfung braucht. Schaut euch das sehr gern mal an. Ich verlinke euch das Ganze unten in der Videobeschreibung. Schauen wir mal, was uns eigentlich für eine Aufgabe erwartet. Beim Textverständnis müssen wir Folgendes tun. Dir wird gleich ein Text gezeigt. Lies dir den Text aufmerksam und genau durch. Danach werden dir verschiedene Fragen gestellt. Beantworte die Fragen korrekt. Also zuerst lesen, ganz aufmerksam, auf ganz viele Details achten und dann anschließend Fragen beantworten. Hier ist auch schon der Text und den lesen wir jetzt allererstes mal zusammen durch. Ich lese den euch auch vor. Wenn ihr lieber selbst lesen wollt, dann könnt ihr das Video jetzt auf Stumm schalten und einfach ganz alleine lesen. Die Digitalisierung des Bildungssektors in den EU-Ländern. Die Digitalisierung des Bildungssektors schreitet in der Europäischen Union rasant voran. In einer kürzlich veröffentlichten Studie wurde bestätigt, dass die meisten EU-Länder im Zuge der Digitalisierung beträchtliche Fortschritte gemacht haben, wobei Länder wie Estland, Dänemark, die Niederlande, Schweden und Finnland bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulbildung an vorderster Front stehen. Diese Länder haben es geschafft, eine breite Palette an digitalen Bildungsressourcen für Schüler und Lehrer bereitzustellen, einschließlich E-Learning-Plattformen, interaktiver Videos, interaktive Whiteboards und digitale Bibliotheken. Weiterhin haben sie auch mehr Zeit und Ressourcen in die Lehrerausbildung investiert, um sicherzustellen, dass Lehrer auf den Einsatz von Technologie in der Klasse vorbereitet sind. Das war der erste Teil des Textes. Es gibt noch einen zweiten Teil. Andere Länder, wie zum Beispiel die Slowakei, Rumänien, Bulgarien, Polen und Portugal haben weniger starke Fortschritte bei der Digitalisierung des Bildungssektors gemacht. Diese Länder mussten erst noch Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass alle Schüler und Lehrer auf die neueste Technologie zugreifen können, einschließlich der Bereitstellung von Hardware und Software für die Schulen. Auch hier wurden Ressourcen in die Lehrerausbildung gesteckt, um sicherzustellen, dass Lehrer in der Lage sind, Technologie effektiv in ihren Unterricht zu integrieren. Es ist klar, dass die Digitalisierung des Bildungssektors ein wichtiger Schritt ist, um sicherzustellen, dass Schüler in der Europäischen Union Zugang zu den besten Bildungsmöglichkeiten haben und dass sie auf eine erfolgreiche Karriere vorbereitet werden. Okay, wir haben es geschafft. Das ist der Text. Und jetzt werden uns dazu drei Fragen gestellt. Bleibt auf jeden Fall auch bis zur dritten Frage dran, die hat es auch noch mal besonders in sich. Die erste Frage: Das Bildungssystem in der EU wurde noch nicht digitalisiert, wird bald digitalisiert, wird langsam digitalisiert oder wird schnell digitalisiert? An der Stelle könnt ihr das Video jetzt gern pausieren und wenn ihr wollt, auch noch mal zurück in den Text springen und schauen, ob ihr die Lösung findet. Okay, dann schauen wir mal, welche Antwort richtig ist. Hier ist also die unterste Antwort richtig. Das Bildungssystem in der EU wird schnell digitalisiert. Ja, wie konnten wir das Ganze jetzt rausfinden? Ich habe euch hier nochmal den Text abgebildet und der beginnt ja mit diesem Satz: Die Digitalisierung des Bildungssektors schreitet in der Europäischen Union rasant voran. Rasant ist ein anderes Wort für schnell. Hier wird für den gesamten Text also schon mal der Kontext bestimmt und es wird gesagt, dass die Digitalisierung in der Europäischen Union rasant, also schnell vorangeht. Dementsprechend kann hier nur die Aussage wird schnell digitalisiert richtig sein. Okay, wir springen in die nächste Frage. Aufgabe 2. Der Text nennt zwar verschiedene Länder,
bewertet deren Performance in Sachen Digitalisierung aber nicht. Diese Information kann man dem Text nicht entnehmen, diese Information stimmt nicht oder diese Information stimmt. Pausiert gerne das Video, schaut nochmal im Text nach und versucht die Frage zu beantworten. So, welche Antwort ist jetzt hier richtig? Wie ihr sehen könnt, die Antwort stimmt nicht, ist hier die richtige Antwort. Also, hier wurde ja gesagt, der Text nennt verschiedene Länder und bewertet sie nicht. Und jetzt schauen wir mal im Text. Da kann man eindeutig sehen, dass die Länder auch bewertet werden. Hier zum Beispiel wird gesagt, es gibt weniger starke Fortschritte, also ein Land hat das nicht so gut gemacht. Und hier unten haben wir zum Beispiel diesen Satz, es ist klar, dass die Digitalisierung des Bildungssektors ein wichtiger Schritt ist. Hier wird also gesagt, das ist wichtig und damit wird das Ganze auch bewertet und damit kann nur die Aussage richtig sein, dass es bewertet wurde. Gut, schauen wir mal in die dritte und letzte Aufgabe. Der Text beschreibt, welche Maßnahmen digital erfolgreiche Länder von digital weniger erfolgreichen Ländern unterscheidet. Ja, diese Information kann man dem Text nicht entnehmen, kann man nicht im Text finden. Oder die Information stimmt oder die Information stimmt nicht. Macht gerne Pause, springt hinter in den Text und wir gehen gleich weiter. So, und dann schauen wir mal, was hier richtig ist. Der Text beschreibt, welche Maßnahmen digital erfolgreiche Länder von digital weniger erfolgreichen Ländern unterscheidet. Diese Aussage ist richtig, diese Aussage stimmt, also ist hier die Antwort in der Mitte richtig. Wir schauen wieder im Text, welchen Hinweis wir hier jetzt also bekommen. Und hier kann man also eindeutig sehen, hier werden die Länder beschrieben, also Estland, Dänemark und Niederlande. Und dann wird ganz genau gesagt, was diese Länder eigentlich gemacht haben. Also Estland, Dänemark und die Niederlande, also die erfolgreichen Länder bei der Digitalisierung, die haben zum Beispiel interaktive Videos genutzt, interaktive Whiteboards oder auch digitale Bibliotheken. Das sollte man also erkannt haben und dann kann man eindeutig sagen, dass diese Aufgabe hier richtig ist, diese Aussage stimmt und damit ist das Ganze auch schon geschafft. Okay, jetzt nochmal ganz kurz der Hinweis, bevor das Video dann auch gleich endet. Schaut euch auf jeden Fall mal unseren Online-Testtrainer an. Das ist ein super Vorbereitungskurs für euren B2-Test. Den habe ich selbst entwickelt und wie ihr wisst, bin ich ja ausgebildeter Deutschlehrer. Das heißt, ihr kriegt sozusagen hier die Informationen direkt vom Profi. Euch erwarten dort 8 Lektionen, 35 Aufgabentypen und Tests und ihr habt alle wichtigen Bereiche in dem Paket drin, also Leseverstehen, Hörverstehen, Schreiben und so weiter. Und wir haben für euch auch einige Bonuslektionen noch dazu gepackt. Ihr habt zum Beispiel Vokabelübungen, da könnt ihr um die 350 Vokabeln lernen, die sind auch speziell für B2. Und was ich schon gesagt habe, ihr findet über 2000 wirklich abwechslungsreiche und schöne Übungsaufgaben. Außerdem könnt ihr uns auch immer kostenfrei erreichen über WhatsApp oder per E-Mail, wenn es irgendwas geben sollte. Das heißt, ihr müsst auch nicht alleine lernen, sondern wir sind dann für euch da. Okay, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare oder schreibt uns an support@testhelden.com. Wir sind außerdem per WhatsApp erreichbar. Die Nummer habe ich euch hier eingeblendet, da könnt ihr uns also auch sehr gern schreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.